Hallo, liebe Deutschlernende. Dies ist Vlog Nummer 6 und heute reden wir über das Wort dafür. Ja, dafür. Ein Pronominaladverb. Ja, und man sagt dafür, wenn man etwas ersetzen möchte und den Zweck ausdrückt. Also zum Beispiel, ich möchte einen neuen Computer kaufen. Dafür brauche ich Geld. Ja? Zu diesem Zweck brauche ich Geld. Ich brauche Geld, um den Computer zu kaufen. Ja? Ich möchte einen neuen Computer kaufen. Dafür brauche ich Geld. Ja? Oder auch generell für eine Sache sein. Ja? Ich bin dafür. Ja? Ich bin für eine bestimmte Sache. Ja? Ich bin dafür, dass diese Betrüger verhaftet werden. Ja? Ich möchte, dass die Betrüger verhaftet werden, also bin ich dafür. Ja? Ich setze mich für etwas ein, ich habe eine Meinung, also bin ich dafür, dass etwas Bestimmtes getan wird. Ja? Oder auch als Folge. Ja? Ich arbeite, dafür bekomme ich Geld. Ja? Ich bekomme Geld, weil ich arbeite. Ja, es ist eine Folge. Ich arbeite, dafür bekomme ich Geld. Dafür, dass ich arbeite, bekomme ich Geld. Ja, dann gibt es noch eine vierte Bedeutung, aber das ist eine Bedeutung, die nur in manchen Regionen Deutschlands gebraucht wird. Ja. Und für alle Bedeutungen, für alle drei Bedeutungen kann man in manchen Regionen das Wort trennen. Ja? Da bin ich ganz und gar nicht für. Ja? Ich bin ganz und gar nicht dafür, aber im Norden Deutschlands kann man da und für auch trennen. Okay. Ja? Wichtig sind nur die ersten drei Bedeutungen. Ja? Für einen Zweck, für eine Sache oder als Folge. Ja? Ich möchte einen neuen Computer kaufen, dafür brauche ich Geld. Oder ich bin dafür, dass diese Betrüger verhaftet werden. Ja? Ich bin der Meinung, dass es passiert. Ich arbeite. Dafür bekomme ich Geld, ja, als Folge. Okay, ich hoffe, das war hilfreich. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonnabend, einen schönen Samstag. Ja, man kann Sonnabend oder Samstag sagen. Okay, ein schönes Wochenende wünsche ich euch und bis morgen.